Herzlich willkommen bei Feed the Beast. Unleash. Entfessel das Monster im Pedobär. Hallo. Heute auf die Special-Variante, denn ich suche Redstone. Genau. Dann gibt es auch eine Special-Folge. Kai geht mal aus dem Haus. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe Mossystone gefunden. Oh nein, es war ein Chart! Ein Erdchart! Was ist das hier, Uran? Hä? Monazit. Was ist Monazit? Monazit sehr fest am Seil. Mehr fällt mir nicht ein. Christian, fällt dir was ein? Chris? Okay. Angst. Was kann man damit machen? Christian, hallo. 5, 4. Beim Christian ist jemand. Ach so, das ist für diesen Mod da. Ah, okay, die kann man aber auch hier drin verbrennen. Das ist gut zu wissen. Meine Mama ist da. Christian macht was mit seiner Mama. Und zwar reden. Reden ist nichts Besonderes. Klingt komisch, ist aber so. Ich fühle mich so alleine. So alleine. Christian geht jetzt gleich weg, bestimmt, und lässt mich alleine. Und ich habe nur Monazit am Seil. Das ist Uran. Ja, die Mona, die zieht. Oh, Quatsch! Ich fühle mich wirklich ein bisschen allein. Ich könnte nie irgendwie so ein Single-LP machen. Würde ich voll untergehen. Ersaufen, ertrinken. Ertrinken? Aber ja, zum natürlich. Glück habe ich dich immer verstanden. Warum wird es so untergehen? Keine Ahnung, ich könnte nicht so alleine rumbabbeln. Da fühle ich mich wie ein Moff. Ich spiele eh keinen Singleplayer aus, das ist Mass Effect. Fällt mir sonst noch ein Spiel ein, was ich Singleplayer spiele? Irgendwie nicht. So wirklich. Spiele, die ich Singleplayer spiele. Spiele, die ich Singleplayer spiele. Christian, helf mir! Oh, warum Christian ist schon wieder jemand da? Unverschämt. Ja, also wirklich, gell? Ohne Spaß. Ja, natürlich. Man kann hier nie alleine sein. Ja. Was ist denn bei dir los? Nein, Aufnahmen. Ja, meine Mutter ist gerade von der Arbeit nach Hause gekommen. Und deswegen gehst du weg, kommst wieder und gehst wieder weg? Nee. Ja, nein. Doch, ja. Vielleicht. Weil halt die. Weil ich hab gedacht, die geht raus und hat die noch. Hab die noch so, hier so, ist die noch mal reingekommen, so, weißt du? Hat die Tür geschlossen und wieder geöffnet, so. Nein. So eiskalt. Ach, und dann hast du gesagt, Tier. Oh mein Gott, sie hat die Tür wieder geöffnet. Und hast angefangen zu schreien. Ja, genau, wie so ein kleines Mädchen. Ja, passt zu dir. Oh mein Gott, es ist dunkel. Christian, hilf mir, Spiele, die ich im Singleplayer spiele. Mass Effect. Das habe ich schon genannt. Auch beim Christian ist schon wieder jemand da. Nein! Ich habe eine Tür gehört, die quietscht und die war ja, nicht die ist ja gerade wieder zugegangen. Was ist das hier? Ich glaube Eisengravel. Hast du schon von Monazit gehört? Von was? Von Monazit, fest am Seil. Nö. Okay, ich erkläre es dir nochmal. Es gibt ein Ohr, das heißt Monazit. Mhm. Ja, Monazit-Ohr heißt dieses Erz und Mona hört sich an wie Name, den gibt's auch als Abkürzung oder so und Zit ist Ziehen irgendwie, obwohl es mit Z geschrieben wird und Z-I-T, so schreibt niemand Zit, würde ich mal behaupten, aber es hört sich so an, Monazit. Ja, habe ich gesagt, ich bin nicht alleine, ich habe noch Monazit. Ah, okay. Und die zieht ganz fest am Seil.
Na, warum könntest du keine Singleplayer-LP machen, weil du dann untergehst? Ja, weil warum? Ich untergehe. Ich könnte das ja ist Übungssache so eigentlich. Nein, ich... Überleg mal, also entweder fällt dir irgendwas anderes aus dem Mass Effect ein, was ich im Singleplayer spiele? Nee. Dim. Es gibt ein Spiel, ich bin mir zu 100% nicht sicher, ich weiß nicht welches. Eins, was mir jetzt noch auf die Schnelle einfällt, wäre Eleanor, aber das hast du ja nicht komplett durchgespielt. Ja. Puh. Gut, ne? Das stimmt schon, ne? Sonst? Das hat mir auch irgendwie nicht mehr so Spaß gemacht, irgendwie. Mein Bruder hat's auch nie komplett durchgespielt, hat er, glaube ich, gesagt. Ist da? Ja, ich glaube schon. Ich hab's noch nicht mehr, ich besitze dieses Spiel noch nicht mehr. Das ist eigentlich nicht schlecht, aber irgendwie ist mir so ein bisschen die Lust vergangen, ich weiß nicht warum. Ich habe so viele Singleplayer-Spiele, ich habe aber irgendwie keine Zeit oder manchmal auch keine Lust, um die zu spielen. Christian spielt nicht Singleplayer. Der ist zu beschäftigt. Doch, eigentlich schon ab und zu. Er ist zu beschäftigt, habe ich gesagt. Hör auf, mir zu widersprechen. Ja gut, was heißt Singleplayer? Ich habe halt auch zum Beispiel Online-Spiele, die ich auch alleine spiele, aber heißt es dann Singleplayer? Online-Spiele, die ich alleine spiele? Aha, da, na, kannst du nicht glauben? Na, ich spiele kein Singleplayer, aber Online-Spiele, die ich alleine spiele. Nee, eigentlich, ja, Singleplayer ist ja nur eigentlich Einzelspieler. Ja. Aber ich spiele ja quasi zum Beispiel auch manchmal alleine Call of Duty Golf. Da spiele ich ja auch eigentlich einzeln. Ja, aber du gut, spielst mit anderen Spielern. Ja, gut, das stimmt schon. Aber eigentlich spiele ich ja Einzelspieler, weil ich ja mit keinem anderen rede. Ja, ich würde immer Battlefield alleine im Multiplayer spielen. Ich weiß nicht, manchmal? Ich habe irgendwie nicht den Drang dazu. Finde ich nicht so. Kannst du eher so ein Multiplayer, weißt du? Ja, weißt du, ich so Singleplayer-LP ist auch Freunde immer sind, so... Freunde sind toll? Zombies ja, sind scheiße. Ja, ich weiß, ich bin toll. Nee, ich hab gesagt Freunde. Wer hat gesagt, dass du ein Freund bist? Genau wieder, ey. Wer bildet sich sowas ein? Ja, also, natürlich. Nee, Singleplayer-LPs sind halt so eher so... Ja, traut sich jetzt nicht so jeder, weil... Man ist alleine, man muss quasi alleine ich reden. Bin alleine. Und alleine über das Spiel reden, da ist jetzt nicht quasi über, einer. Über das Spiel hat niemand gesagt. Ja, gut, über das Spiel oder halt über Themen, was auch immer eigentlich. Ich muss mir mal schnell eine Steinspitzhacke machen. Das kann nicht jeder, aber das ist halt alles. Weil meine Eisenball kaputt geht und die brauche ich noch für Redstone. Aber wenn man so einer, der Kai heißt, der eh nie Singleplayer spielt, dann braucht man auch kein Singleplayer-LP zu machen bei dem. Das übernehmen halt andere auf unserem Channel. Wahrscheinlich ich mal wieder. Und der Markus. Und der Kevin, der will auch nie was alleine aufnehmen. Pa! Und der Nils erst recht gar nicht, also von daher. Ich bin doch kein Singleplayer. Was bildest du dir ein? Na, zum Beispiel Metro Last Night habe ich mit dem Kevin an einem Abend durchgezockt zusammen. Und gut zusammen, wir haben nebenbei gelabert, weil wir ziemlich gleich weit waren. Ja, ihr habt zusammen das Game gezockt, also jeder auf seinem Spiel. Ja, natürlich. Aber dabei gelabert. Ja, weil wir gleich weit waren. Oh mein Gott, der Typ stirbt. Was, der Typ ist tot? Ich bin doch nicht so weit. Oh, tut mir leid, jetzt habe ich dich gespoilert. Ich weiß nicht mal, ob der Typ stirbt. Ich habe jetzt irgendwas aus der Luft ich habe dann so ich war ein bisschen weiter als der Kevin. Weil ich habe den Kevin total eingeholt, weil er vor mir angefangen hat. Das Spiel ist eine Sache. Da war voll der, voll so mega Spoiler, wenn ich das gesagt hätte. Ich habe dann gesagt, Kevin, ohne Scheiß, du wirst so erstaunt sein, wenn ich dir das jetzt sage. Aber ich sag's lieber nicht. Und dann, wenn der Kevin so, alter Junge, damit habe ich gar nicht gerechnet, dann haben wir darüber diskutiert, ey, wie arschlochmäßig oder wie gut es war. Ich will jetzt nicht spoilern, weil Metro Last Night ist so ein geiles Spiel. Habe ich auch aufgehört, sogar LP zu gucken. Ich weiß nicht, ich habe noch nie ein Spiel aufgehört, LP zu gucken. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so Interesse verloren. Ja, vielleicht war aber ich war auch noch so ziemlich am Anfang, das ist noch nicht so interessant, finde ich. Ja, Ich habe die Interesse verloren, wie die Person, bei der ich es geguckt habe, durch so Minenschächte gefahren bin und das war doch schon ein bisschen eintönig. Und irgendwie ein bisschen langweilig. Vielleicht war die Person auch einfach blöd. Das kann auch sein. Weil Minenschächte, also die großen, das Metro, wie es im Metro ja, der ist halt heißt. So lang gefahren, hat die erkundet, ich wollte Story sehen. Dann habe ich irgendwie aufgehört einfach so, ich bin immer irgendwie, eigentlich müsste ich mal weiter gucken. Ja, das ist so ein geniales Spiel, ey. Wie nie, oh cool, ich würde jetzt nicht sagen, das ist Spiel des Jahres, aber. Nein. Was ist los?
Wir haben so krass überzogen, habe ich auch gerade gesehen. Nö, überzogen haben wir noch nicht. Nicht? Ach, stimmt, ja, eine neue Folge. Ich habe Amnetit gefunden. Nein. Das nehme ich nicht mit. Doch, das nimmst du jetzt mit. Guck in die Kiste. Dann überlegst du es dir nochmal. Nee, wir sind Geier, Kai. Wir müssen immer alles mitnehmen, ja? Nein, das nehme ich nie mehr mit. Doch. Doch, wir sind Geierer. Wir müssen die mitnehmen. Wir sind Geierer? Okay, ich versuch's mal. Okay, wie immer meine Kiste, wie ihr immer meine Kisten bei MW3 früher geklaut habt. Was heißt geklaut? Ich hab's euch angeboten. Immer. Deine Kisten? Ja, wo ich doch immer Killstreaks gemacht hab. Und dann so, ja, ihr könnt euch Kisten nehmen. Christian, immer nehmt meine Kisten, ich nehm die eh nicht auf. Ja, stimmt, ernsthaft. Diese Vorratskisten bei MW3. Also bei jedem Kopf dieses Teil eigentlich. Und dann hab ich immer gesagt, nimm die, ich brauch die. Ich lass das mal, weil wegen dem Wasser, das stört mich ein bisschen. Da war dann auf einmal eine AC-130, das war schon ein Glücksgefühl wie die anderen. Ja, die haben Smileys gehabt, so ein Gesicht so. Wie, die hatten Smileys, die anderen, Kevin und so? Ich hatte keine AC-130. Auch. Aber du hattest mal einen Reaper. Und der war cool, 100%. Ich spiel nicht so, ich spiel irgendwie nicht so mit Kisten. Wenn ich weiß nicht warum, aber wenn ich so Kisten krieg, weißt du, was da immer für ein Schrott drin ist? Ja, Drohne oder so. Da kommt dann Drohne, Geschütz. Okay, Geschütz ist nicht so schlecht, aber ich meine im Vergleich, was alles noch so kommen könnte. Geschütz. Ah, das stimmt. Und dann kommen noch so Sachen wie hier und so, ne? Hier und so, ja, auf jeden Fall. Wie heißt dieses Scheißding, was man auf den Boden stellt? Das kommt so oft einfach nur. IMS. Dieses scheiß IMS. IMS finde ich auch voll geil eigentlich. Wenn du es richtig spazierst, kannst du manchmal auch Multiple bekommen. Ja, wenn du zum Beispiel nicht. Im Dome, auf der Map Dome. Es gibt so alle Dome Sachen wie Reaper oder so, dann siehst du so eine Kiste und dann nur IMS. Drohne. Ja, gut, das ist schon eigentlich so. Fußscheife, ja, sag's noch so, IMS ist eigentlich nicht so schlecht und so. Und da hast du irgendwann so eine Kiste bekommen, da IMS. Und dann du so, oh, der schallt schon wieder. Oh, nimm den bitte, ich will den hab nicht. Hab ich nett, ey. Du hast so in der Art, du hast gesagt, nimm ihr es IMS, ich will das nicht. Das ist, also so, nee, hab ich keinen Bock drauf. Hast du gesagt. So, ich hab keinen Bock drauf auf IMS. So. Ja, deswegen hab ich's euch auch gegeben. Ja, weil du es nicht haben wolltest. Weil eben es ja, nicht so toll ist. Ich wollte eigentlich oft. Ich will oft manche Sachen nicht bei MW3, weil. Ja, was heißt. Weil die scheiße sind. Ich brauche die. Solchen Osprey habe ich auch mal an Markus verschenkt, weil ich einfach den im Moment für meine Kills nicht gebraucht habe, weil ich genügend hatte. Sollte ich das nicht hochnäsig klingen, aber. Ja, ich habe die halt in dem Moment nicht gebraucht, deswegen habe ich die verschenkt. Spray. Hier, nehmen wir mein Osprey. Oh, danke. Ja, ich hab sowas Lolles bekommen. Da sind die. Ja, weil die anderen hier immer gegeiert ganz, haben. Ganz traurig. Ja, die anderen standen schon an der Kiste und. Ja, könnt ihr haben. Wutsch, weg was. instant, ey. Da kann ich ja, die haben bestimmt schon so F vorgehalten, um dann, wenn Chris sagt, okay, dann können sie es einfach gedrückt halten, aufheben. Das wäre doch F zum Aufheben, oder E? Ich weiß nicht. Ja. So lange nicht mehr gespielt. Ja, spielst du ja nie mit uns. Ach ja, doch, ich spiele öfter mal mit. Ups, das war nicht weh, dann bin ich mit der meiner Hand. Aber auch nicht Hand, so oft, wie wir es gerne hätten. Mit meiner Hand verrutscht. Ihr hättet es immer ganz gerne. So oft möchte ich dann auch wieder nicht. So nötig, wie ihr es habt. Na, ich weiß. Also, so nötig hab ich's ja mal nicht, du. So. Ich crafte mir mal was und das wird super toll, oder? Christian, du musst dich darauf gefasst machen, dass ich jetzt mein bin und dass wir da noch ein paar Folgen machen müssen, ne? Nein. Und dass ich noch nicht mal Redstone gefunden habe und das eigentliche Ziel es ist. Wir haben das Ziel erreicht. Nee, hab ich nicht. Ach so. Ich hab mein Ziel meines Lebens noch nicht erreicht. Oh mein Gott, bring dich um, dann hast du es erreicht. Ganz im Ernst. Wenn man genau. Das Ziel ist ja das Ende. Irgendwo.
Ja, aber du kannst nicht sagen, der Tod ist das Ziel des Lebens. Ja, wieso nicht? Also man sollte sich nicht zum Ziel setzen zu sterben, ne? Also so sollte man das nicht sehen. Aber ich meine, am Ende kommst du so oder so zum Tod. Da kommst du nicht drum rum, ne? Du kannst ja nicht ewig leben, obwohl es auch schon irgendwie. Ja, aber trotzdem, du kannst nicht sagen, ja, das Ziel ist es ja, zu sterben. Aber ich glaube, dass es viele gibt, die nicht mal ewig leben wollen, weil irgendwie ist ewig leben auch irgendwie. Also ich würde jetzt auch ewig nicht leben wollen, wozu? Irgendwann hast du schon alles erlebt. Was willst du da noch machen? Du kannst dann immer nur diesen selben Alltag und dann ist es auch nichts mehr. Ich meine, ja, selber Alltag, wenn man, ich jetzt wenn, nicht unbedingt wenn man, sagen, aber ja, ich meine, gut, ich meine, wenn du wirklich schon 10.000 Jahre oder so immer wirklich dasselbe schon alles gesehen hast, dann ist für dich nichts mehr besonders oder so. Doch vielleicht Spiele, die oder Filme, die wirklich noch so irgendwie was Neues sind oder so. Aber Sachen, die alte Geil, ich stell dir oder so, mal ohne Scheiß. Was gibt's heutzutage noch gute Filme, die du sagst, ja, für die bezahle ich 20 Euro oder was weiß ich, für so eine scheiß Kinokarte kostet. So, ja, jetzt gehe ich ins Kino. Gut, bei mir gibt's einen Film, aber da den möchte ich gerne wissen. Bei mir? Ja. Der Boten von Pamel. Was ist da Pamel? Die Höhe? Was kennst, ist die kennst Höhe? Du? Wo ist die Höhe? Du laberst Scheiße. Jetzt fragst du ja so, ja, was ist so, was würdest du jetzt noch Geld fürs Kino bezahlen? Ich so, ja, ja, den und den Film. Was? Du bist bescheuert. Ich kenne den nicht. Ja, der ist aber gut. Davon gibt's auch eine Trilogie, glaube ich, fürs Buch. Und das Buch soll gut sein, aber ich bin nicht so der Lesetipp. Es gibt nicht mehr so viele gute Filme. Es ist einfach so. Ja, so. Das Problem aber viele ist auch, gute Serien gibt es. Es gibt schon. Es gibt halt auch, muss man sagen, so Sachen wie Filme. Wenn man anfängt, Filme oder so mal ein bisschen zu gucken oder so, dann guckt man halt auch viel Altes und so schnell werden halt Filme nicht mal nachproduziert, ne? Das dauert halt alles wirklich seine Zeit, bis so Filme mal nachproduziert werden. Ja, das stimmt. So, da kommt Beispiel dann jedes Hollywood Jahr nur ein paar Filme raus und normalerweise guckt man pro Jahr halt viel mehr, aber irgendwann gehen halt auch ein bisschen die Filme so aus, die man noch gucken könnte. Na, das stimmt schon, aber. Wobei ich finde, dass Fernsehfilme nicht wirklich Filme sind. Ganz ehrlich nicht. Also, ich meine jetzt, wenn wirklich so Filme im Fernsehen sind, aber es gibt ja so Fernsehfilme, die irgendwie nie im Kino waren oder so. Aber so Filme vom Fernsehen sind halt, wofür im Fernsehen gemacht sind. Ja, ich weiß, was du meinst. Die sind meistens meiner Meinung nach nicht so prickelnd. Ja, oder zum Beispiel Deutschland. Deutschland ist keine Ahnung. Kennst du einen guten deutschen Film, der dir auf Anhieb einfällt? Scheiße. Irgendwie nicht. Ich will hier nicht weiter nach oben gehen, aber ich müsste das auch erkunden. Chris, eigentlich ist die Folge schon wieder rum, ne? Achso, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Fitbeast Unleashed und wenn euch da die Folge gefallen hat, die ich gerade gemacht habe, dann würden wir uns über eine Bewertung freuen und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Fitbeast Unleashed mit mir, dem Chris und mit dem Kai. Und tschüss! Tschüss!